Ja, Leute, wir sind zurück zu Anime-Duellen. Heute, wie immer, zusammen mit CK Phoenix. Und heute gibt es ein sehr krasses Duell. Und zwar die Big Five gegen Yugi. Ja, die Big Five, man kann sich noch nicht so viel drunter vorstellen, wie das Ganze sein wird, beziehungsweise das Deck aussehen. Kommen wir natürlich gleich zu. Wie immer, das ist ein Best of Three. Bedeutet also, ihr seht hier nicht alle Duelle. Falls ihr das ganze Duell sehen wollt, müsst ihr eben rübergehen zu CK Phoenix. Aber jetzt wollen wir uns angucken, wie das Deck aussieht, denn das ist ziemlich interessant. Also, los. Kommen wir jetzt auch zur Deckliste und zwar wie immer erstmal Vanillas mit guten Stats werden mitgenommen. Natürlich hier 1-8, super nice Beatstick, dann 1-6 mit 1-8 Defense, auch sehr solide. Vollstrecker mit 1 Tribut, 2-2 nehmen wir mit und dann bei den Effektmonster haben wir Magiers Glaubens, super gute Karte. Wir haben hier auch den Engel, auch super gute Karte. Dann haben wir Jungfrau. Ist spezieller, aber nehmen wir mit, weil wir nicht so viele Alternativen haben. Hero Speer kann nett sein, um gewisse Power-Spells rauszunehmen, aber ja, ist natürlich auch nicht so gut. Traumkobold, eine Karte, die gut ist, wenn wir schon unter Druck machen den Gegner, kriegen wir einen Buddy mehr, der Gegner kann nicht angreifen, wir können es fürs Swoop-Beschwören benutzen. Also sehr solide. Drawn, nett. Infektions für Lilly, kranke Karte. Draw Face des Gegners überspringen, das ist etwas, was sehr nice ist. Illusionsmal, also Wand der Illusion, sehr stark. Prinzessin, 1-5 Defense, Effekt kann mal relevant sein. Dann Beatstick, dann, wir müssen halt Trompinguin spielen, wir müssen natürlich Tiefseekrieger spielen, weil das sind die Big Five, ist natürlich klar. Ne? Natürlich auch, der Vollstrecker heißt auch Big Five, aber ja, Tiefseekrieger. Dann haben wir Satellitenkanone, dann haben wir den Maschinenkönig, genauso wie den perfekten Maschinenkönig und Shinzo. Das sind halt unsere Tributmonster neben ihnen. Ja, er theoretisch auch, aber... ein Brick sozusagen. Dann haben wir 4 Tributmonster, ist ganz nett. Hier bei 2, aber wie gesagt, gerade mit Traubenkobold kann das eventuell werden. Dann haben wir Power Spells natürlich. Wir haben Wiedergeburt, Topf der Gier, schwerer Sturm, Riesentronado ist hier drin anstelle von Kalte Welle. Kalte Welle ist nicht craftbar. Dementsprechend ist hier eben Riesentronado drin. Dann haben wir Dimensionsloch, hilft uns eben leichter, Tributbeschwörung zu machen. Gerade eben mit den Draw One und Turn Skip ist das ganz nett, weil wir dann eben den Effekt nutzen können und die kommt wieder, könnt ihr Tribubeschwörung nutzen. Verstärkung für den Armee, sucht uns halt Krieger, Karten der Heiligen, Goldsarkophag, Feuerliches Begräbnis, super gute Karte, MST, dann Angebot der Verdammten, gute Karte, ist hier drin halt. Notfallvorräte hilft uns natürlich auch, um Lilies Effekte öfter zu nutzen. Dann sehr spezielle Counter, aber kann mal relevant werden natürlich theoretisch. Dann Stammverführung ist natürlich ein Floodgate, genauso wie kaiserlicher Befehl, genauso wie feierliche Wünsche, die uns hilft, halt mehr Lebenspunkte zu kriegen für Lilly. Und nochmal ein Floodgate, ist super gut auf jeden Fall, nehmen wir natürlich mit, was wir mitnehmen können. Und dann Qual der Wahl. Ja, die Qual ist, dass wir die Karte nicht spielen können. Ich würde die gerne spielen. Würde auch Fivehead deutlich einfacher machen zu rufen. Denn ja, Spiegel des Drachen wird in diesem Deck eigentlich gespielt. Aber wir haben nicht genug Drachen. Bedeutet also, sie ist nicht rufbar, macht keinen Sinn. Ja, man kann natürlich ein paar Vanillas und weiß ich was noch reinnehmen. Aber man hat ganz schlechtes Netz. Also, das lohnt halt nicht. Mit Qual der Wahl hätte man drüber legen können. Weil Qual der Wahl plus Spiegel ist quasi schon Fivehead Dragon. Was sehr stark wäre. Ist aber nicht möglich, weil Qual der Wahl auch verboten ist. Ist auch okay, denke ich mal. Leider, ja, Fivehead Dragon ist natürlich hier die Big Five, aber was sollen wir machen? Ne, geht halt nicht. Dementsprechend ist das Deck jetzt so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein dann jetzt ins Duell. So, Anime Duelle Time. Let's go, ich hab Bock. Okay, da weiß ich noch nicht. Ich hab einfach die Krone. Ja, natürlich, ich bin der König der Spiele. Okay, eigentlich... bist du das, aber... egal! So. Okay. Ja, dann, guck mal hier. Natürlich hier mächtiges Feld, mächtige Krone. Und ja, dann dürfen sie mal ihren wunderschönen ersten Zug machen, weil ich glaube, wird ein schweres Duell für dich. Meinst du? Schnack einfach. So. Also, ich glaube... das ist auf jeden Fall die Karte, die man auf der Hand haben will im ersten Zug. Let's go, Topf der Gier! Ja, bei mir mal sagen, ja, da hat ja immer Topf der Gier, aber selber? Du hast den ja auch immer! Ja, ich wünschte! Jetzt so sechste Karte gleich, ist ja lustig. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal auf ganz entspannt hier ja? Den T-Set und oh, bitteschön. Okay, wenn du mehr nicht zu bieten hast, also ich bitte dich. So, na komm, ziehen. Und der Topf! Ja, okay, nicht Topf der Gier. So. Und ich. Ich fange gleich an mit einer Ultra-Kombo. Und zwar. Und zwar, jetzt hört's auf. Es kommt Kombos. Achtung. Ich aktiviere. Nee, ich aktiviere nicht. Ich beschwöre, ja? Mein Monster. Und zwar. Boom. Nutze seinen Effekt.
Du hast jetzt keine Draw Phase gleich. Das ist gut. Das Monster ist viel zu schwach. Und aus dem Grund... Dimensionsloch! Was? Jetzt verschwindet mein Monster für einen kompletten Zug. Okay. Und dann... gebe ich meinen Zug ab. Was hast du jetzt von Dimensionsloch? Hä, du kannst den Kampf zerstören! Ja, da will wohl jemand eine Tributbeschwörung. Aha! Er hat's erkannt! Das ist voll die Kombo! Tja, dann wird der wohl nicht lange bleiben. Gamma der Magnetkrieger. Ja. Und ich greife an mit 1500. Das nehme ich. Das ist kein Problem. Das war ja meine Strategie. Na dann. Ja. Set one. Machen Sie mal daher. Ja, gut, so. Ey, komm, das war wirklich cool. So ein richtiger Anime-Move. Du respektierst es gar nicht. Nein, doch, das macht Sinn, das ist gut. So. Ja, auch einfach die Draw-Phase überspringt. Also ja, ist voll die gute Kombo gewesen. So, er kommt wieder. Und jetzt, du hast es erkannt. Opfere ich mein Monster für den mächtigen Vollstrecker. Ah, ja. Der Richter. Der Richter-Attacke. Ja, leider. Yes! Mein Magnetkrieger. Du hast keine Chance, Yugi-Boy. Ich bin ja gleich Pegasus. Egal, du bist dran. Okay, ja dann. Ist das nicht sogar der, gegen den Yugi und Atem sich duelliert haben in der virtuellen Welt? Ich glaube sogar, ja. Aber haben die nicht auch gegen den Pinguin gespielt? Nein, das war Thea. Echt? Ich meine, Yugi hat auch gegen den Pinguin gespielt. Weiß das ich. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass Thea gegen den gespielt hat. Ja, du! Was ist das denn, hä? Er brickt? Ja, aber sowas von... Junge, wenn du meine Hand sehen würdest. Tja, du hast keine guten Karten. Ich ziehe mehrere gute Karten. Effekt! Oh, die ist ja auch so krass. Draw one. Na gut, das heißt, sie ist aber nicht so krass. Battle of Phase! Attacke. Nimm erst den Schwächeren, falls Gorse kommt. Attacke! Vollstrecke, dein Angriff. So, und dann bist du dran. Ey, ich hätte nie gedacht, dass es so weit gut läuft bisher. Also man muss sagen, die beiden sind ja auch sehr ähnlich, ne? Der eine sagt, du ziehst eine Karte, der andere überspringt die Draw-Phase, aber dieser Alperia, der wird ja sogar gespielt, ne? Ja, genau, der hat mal einen Sprite gespielt, ja. Voll gut eigentlich. Der hat man, glaube ich, sogar in anderen Decks mal in der Vergangenheit gespielt. Einfach so eine. Ich habe keine gute Normal zusammen, ja, Draw One ist schon ganz gut. Was ist er denn jetzt? Er kommt da so hier. Ja, wartet, was denn? Du wartest eh, bis du Mirror Force aktivieren kannst. Bis was Sinnvolles kommt. Hä? Ja, okay, wenn du meinst. Ja, wenn du meinst. Würde ich ja niemals machen. Deswegen spiele ich einfach nicht mehr Monster. Dann geh direkt in die Battle Phase. Der Richter Attacke. Willst du nicht mit dem anderen? Ja, garantiert mit 500. Oh nein! Das war's mit deinem Richter. Okay. So. Ja gut, das ist gut. Aber 500 nimmst du trotzdem, mein Lieber. Au. So. Und jetzt, ich habe kein Monster beschworen, wie du gesehen hast. Aber ich habe natürlich genug. Aber ich gehe mal defensiv rein, würde ich sagen. Nimmst du. Na gut. Dann wollen wir mal ein Kärtchen ziehen. Ja, mach das. Diesmal erlaube ich dir das sogar. Ja, diesmal. Ja, diesmal. So. Das ist alles so schlecht. Was? Yugi spielt so gute Karten, du hast aber Topf negiert, du bist plus 1 gegangen. Und der so, ja, alles so schlecht. Ich hab nur Tributmonster! Ja, vielleicht hätte ich mal dein Deck anders gehört. Nein, Spaß. So, jetzt aber. Du hast schlechte Karten. Ich brauch auch mehr Karten, würde ich sagen. Deswegen flippbeschwör ich meinen Engel! Ja, ist okay. Dann zieh ich eine Karte. Lol. So, damit Mirror Force sich für dich jetzt auch lohnt und die Karte auch wirklich spielen kannst, ja? Ja. Mache ich jetzt wieder eine Tributbeschwörung. Der Engel hat einfach 900 Angriffspunkte. Ich opfere mein Reptil für den Maschinenkönig. Ja. Battle Phase. Ja. Angriff. Als ob das gar nichts liegt, einfach. Nein. Als ob ich nächstes Zug einfach gewonnen habe. Ja, ein Angriff von Skelenkel wird reichen. Ja, okay, das mache ich dann. Weil ich nächsten Zug einfach Spalt aktiviere, die ich nicht spiele. Aber trotzdem,
Endlich mal, MST. Tja, du bist auf meinen Bluff reingefallen. Stärkung für die Armee? Ja. Weißt du, soll ich zu verstärken oder Armee mal was erzählen? Hast du kein Target? Ich hab die reingenommen, weil ich dachte, ja, ist eine gute Karte, ne? Da wäre das schon ein Krieger weiß. Also. Ich glaube, ein Normal Monster Krieger gibt's, aber das habe ich rausgenommen, weil es so schwache Stats hat. Ey, ich muss sagen, jetzt bereue ich das halt, ne? Ich habe überlegt, ob ich das machen will. Hm. Oh, Überläufer, ja. Ich habe überlegt, ob ich das auf dein verdecktes Monster machen soll und dann flippen und das wäre halt so gut gekommen. Das wäre Karte ziehen plus den anderen zerstören, aber ich dachte mir so, ja, was, wenn da kein Flipmonster liegt, dann ist halt scheiße. Ja, fair. Ja, ich möchte ja nichts sagen, aber du musst noch den loswerden da irgendwie, sonst kommt er gleich wieder. Ja, und das Problem ist, als ob. Das kann ich nicht. Du hast nur das Stufe 2 Tributmonster? Ja, oh, vier Stück. Was? Hä? Warte, da mit Dischen? Was denn noch, bitte? Ich habe alle gezogen, die ich hätte ziehen können. Okay. Ja, du, ich würde jetzt ja eigentlich voll protzig noch ein Monster beschwören, aber Merforce ist ja... Ja. So eine Karte, ne? Mhm. Deswegen, obwohl, ich bereue es aber auch. Wenn ich jetzt kein Monster beschwöre und da liegt jetzt das magische Zylinder, dann verliere ich ja, weil ich kein zweites Monster beschworen habe. Ah, das ärgert mich jetzt. Aber ich mach's Anime-like, ja? Mhm. Ich beschwöre mich selber! Das geht ja bei den Big Five. Was? Das ist ein Tributmonster? Nein! Warum? Nee, okay. Hast du diesen Tiefseekrieger? Ja, die Krieger! Warum muss ich so Kackkarten spielen? Ja, das ist halt anders, Minus. Ja, dann beschwören wir jetzt einfach Billo hier, Feuerprinzessin. So, und jetzt war's das, wenn du magische Zylinder hast, reicht es nicht. Angriff! Den habe ich nicht mal. Der König der Ziegelsteine. Auf ins Duell, ins Duell. Ich bin hyped. Ich auch, aber sowas von. Gut, dann wollen wir mal sehen hier, ne? Okay, interessant. Ich würde sagen, dann gebe ich mal ab. Okay, also ich sag mal so, meine Hand ist auch sehr interessant. Ich weiß nur nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, same. Okay. Ich würde ganz einfach sagen hier, das ist einfach ein Set Pass, so ganz ehrlich, du. Ganz oldschool Set Pass. Ja, du, brauch nicht mehr. Ja, dann wollen wir mal sehen. Ja, okay. Okay, was kommt jetzt? Was haben wir denn da? Ja, ja. Oh, 1-7! Ja, übertreib! Ja, Peter, ja übertreib! Ja, so läuft das hier nämlich. Ja! Übertreib da. Aber du bist in meine Falle getappt, mein Lieber. Bitte was? Ohne Fallenkarten. Ich wollte, dass du ein Shakers Monster rufst. Infektionsfehl Lilly! Battleface Attack! Na, das lohnt sich doch, hier die Lebenspunkte zu zahlen. Boom! Ja, du hast trotzdem mehr verloren als ich. Naja, overall hast du eine Karte verloren. Und dann eine Karte, die dir noch ein Problem bereiten wird. Ja, da bin ich mal gespannt. okay. Aber willst du gestochen werden? Nein, du wirst gleich gestochen. Wieso? Oh, nein! Nein! Dann gib mal her. Oh. Ach komm. Na, willst du was machen? Hä? Nee. Nee. Oh. 3400. So, und du denkst ja wohl nicht, dass ich die jetzt auf dem Feld hier behalte. Oh nee. Stummer Schwertkämpfer Level 5. Dann machen sie mal. Oh, das Duell ist hier aber. Flottes Tempo, mein Lieber! Das flotte Tempo nehmen wir jetzt mal sofort wieder auf, ja? Ich aktiviere Monster Reanimation! Oh, okay. Und ich rufe Infektionsfee Lilly zurück aufs Spielfeld. Der ist übrigens Injektionsfee Lilly. Mann!
Weil sie injiziert etwas. Lass den Linus Dinica seine Hoffnung, dass es so heißt. Sadle Face, Attacke, das war's mit deinem Schwertkämpfer. Jetzt initiiere ich. Egal, wir lassen das mit den Trolls heute. Attacke! Mayface 2. Und du glaubst doch nicht, dass sie auf dem Feld bleibt, weil jetzt kann ich ja nichts mehr aktivieren. Deswegen opfere ich sie für den Richter. Und da bist du. Ja, gut. I see. I see where that coming. Du glaubst doch wohl nicht, dass Gehirnkontrolle mein nein. einziger. Alter, doch, ich war siehst! Wie und? Nein, nicht okay. Ja, aber nee, das reicht ja! Ich zum Angreifen. Hier, grüner Apparat! Hol ich mir den roten, aber ich glaube, irgendwas sagt mir, ich werde den nicht mehr brauchen. Nein! Zum Angriff! Oh Mann. Oh, okay. Ja, dann wollen wir mal sehen, was ich nächste Woche kriege. Spin the Rat. Bin so gespannt. Und? Oh, ein alter Bekannter betritt das Schlachtfeld. Es was? Zu dem K. Seto Kaiba. Oh, okay, let's go. Da bin ich mal gespannt, wie es mit Kaiba laufen wird. Denn ja, wir hatten den Charakter schon mal, aber Kaiba macht immer wieder Spaß und den weißen Drachen wollen wir natürlich immer wieder in Action sehen. Aber falls ihr eben Rest des Matches sehen wollt, dann geht das mal wieder zu CK Phoenix rüber. Ist auch in der Endcard verlinkt und ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag und natürlich wie immer viel Spaß beim Duellieren.